Ja, herzlich willkommen in Mainz im Namen von ja, allen Mitarbeitern und auch meiner Mitgeschäftsführerin, der Birgit. Dann würde ich sagen, starten wir mal. iGroupware gestern, heute und in Zukunft war der Name des Vortrags. Ich will einfach mal so ein bisschen durch die geschichtlichen Sachen gehen. Falls ich da zu weit ausschweife, können Sie mich auch gerne bremsen. Wir wollen auf die Gründung von der iGroupware GmbH schauen, wollen schauen, was ist jetzt in den letzten Monaten passiert. Da gab es bei uns ja viele spannende, interessante Entwicklungen, wo ich Sie einfach ein bisschen mitnehmen will, was wir alles gemacht haben. Und natürlich, wie geht es weiter? Ja, das ist so, wie sind wir, wie bin ich zu der iGroupware gekommen? Ist eine, ich sag mal, die klassische Open Source Geschichte. Wir haben eine Firma gehabt, die Birgit und ich, die, man würde sagen, eine Trainingsagentur ist. Das heißt, wir haben Trainings gemacht, waren in der ganzen Bundesrepublik tätig, haben ein Dutzend Trainer und ein halbes Dutzend Trainingsgelände gehabt. Und das musste alles koordiniert werden. Die Firma wurde 96 gegründet. Wir haben angefangen mit dem Lotus Organizer, indem wir unsere Termine organisiert haben, indem wir die Kundenkontakte und die Absprachen mit den Kunden festgehalten haben. Und mit der Zeit hat sich herausgestellt, naja, das Ding läuft halt genau auf einem Arbeitsplatz. Wir hatten es dann mal auf den File-Server verlegt. Dann konnte der, geh du mal raus, ich muss mal rein, konnte man damit arbeiten. Irgendwann hat sich herausgestellt, das skaliert halt einfach nicht. Und dann war so die erste Idee, die wir geprüft haben, man kann Lotus Organizer als Client an einen Lotus Notes verwenden. Dann haben wir einen ganz kurzen Ausflug in Lotus Notes gemacht. Das ist sehr schnell geendet darin, dass ich gesagt habe, ich muss was Alternatives prüfen und bin dann bei einem PHP-basierenden Groupware, die hieß damals noch PHP-Groupware, wurde federführend von Amerikanern entwickelt, gelandet. Fand, dass ich da sehr viel besser als im Lotus Notes Dinge dazu bauen kann. Sicher auch aus meinem Hintergrund. Der war damals ein C-Programmierer und Assembler-Programmierer. Da konnte ich mit dem PHP deutlich mehr anfangen und den Code sehen, als halt so ein Lotus Notes, was viele komplexe Konzepte hatte und auch richtig viel Geld gekostet hat. Wir hatten sogar eine Lotus Notes Lizenz gekauft damals schon. Aber trotz allem haben wir uns dann dagegen entschieden. Ja, ich habe dann erste Module in damals noch PHP-Groupware geschrieben. Das ist Infolog, was zumindest die Anwender hier alle kennen. Das war notwendig, um halt unsere Kundenkontakte, was ist passiert, mit wem haben wir gesprochen, um das zu verwalten. Wir haben auch sehr viele grundlegende Sachen gemacht, die es damals in dem System gar nicht gab. Zum Beispiel Rechte auf Gruppenebene. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass es das nicht gab, aber so war das. Ja, es war damals eine ganz andere Zeit. Es ist heute wirklich schwer zu verstehen. Ich habe mit den Amerikanern zusammengearbeitet, hauptsächlich nach Mitternacht in einem Chatroom. Und es gab da eine wirklich kuriose Geschichte. Wenn man dem Chatroom JavaScript gesagt hat, war man plötzlich draußen aus dem Chatroom. Als mir das das erste Mal passiert ist, habe ich gedacht, nur Verbindungsproblem, irgendwas. Bin wieder reingekommen, habe gesagt, was ist denn eben passiert, habe nochmal JavaScript gesagt und war wieder draußen. Da gab es einen Bot, der hat einen rausgekickt aus dem Chatroom, wenn man JavaScript gesagt hat. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, aber die waren Anhänger, dass das alles auf dem Server passieren muss. JavaScript, was ganz Böses im Browser ist. Wie gesagt, aus heutiger Sicht, der Fork, der 2003 dann stattfand, da hat sich drum gedreht, dass dieses kleine Kalenderteil, was man jetzt hier sehen kann, dass ich den irgendwann eingebaut hatte in die iGroupware, dass man da nicht mehr 13.05.2017 tippen konnte, sondern halt einfach draufgeklickt hat auf das kleine Iconchen hinten dran und hat im Kalender ein Datum ausgewählt. Das hat mich meine Commit-Rechte gekostet, ohne Vorwarnung, ohne irgendwas. Und daraufhin, ja, das ging lange hin und her und das, sowas kannst du ja nicht machen, das ist völlig falsch.
das darf nicht im Browser passieren. Es ist aber doch einfach viel bequemer zu benutzen für den Benutzer, also nicht nur für den Benutzer, also ich finde das selber viel bequemer. Das Ende vom Lied war dann, dass ja, 3 deutsche Entwickler des Projekts gesagt haben, nee, also das kann jetzt irgendwie nicht sein, es ist schön und gut. Ich habe damals 50% der Commits gemacht, wir hatten Release fast fertig. Es gab aber halt so die Altväter des Projekts, die gesagt haben, ja, ihr könnt da gerne mitmachen, aber ihr macht, was wir sagen. Und wir haben gesagt, naja, wir sind als Open-Source-Entwickler, ich will nicht machen, was ihr sagt. Ich unterhalte mich gern, wir können uns auch gerne abstimmen, aber so geht das nicht. Und so ist es 2003 dann letztendlich zu einem Fork gekommen. Ja, wir haben kurz danach die Version, die ich damals noch als PHP-Groupware-Version, ich glaube 0.9.14, weil man war der Ansicht, man ist schon lange immer noch nicht fertig. Deswegen wurde dann hinter dem 0.9 ist mal bis 14 gekommen, wurde dann als iGroupware 1.0 veröffentlicht. Ich habe hier jetzt einfach mal so die ganzen Schritte, wie sich das auch das Logo und der Name so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ja, für alle, die auch schon ein bisschen längere Geschichte mit iGroupware auf dem Buckel haben, können sich vielleicht entsinnen, ab irgendeinem gewissen Stadium mal das Logo gesehen zu haben. Ja, das ist auch noch eine Login-Seite von iGroupware 1.0. Wir haben auch leider nicht mal so viele Screenshots gefunden, um Sachen zeigen zu können. Also man sieht damals die Outdoor Unlimited Training GmbH, das war unsere Firma. Es ist auch die iGroupware GmbH ist tatsächlich der Rechtsnachfolger davon, hat damals schon iGroupware eingesetzt. Um ein bisschen zu zeigen, wie die Unterschiede aussehen, wollte ich mal, das ist die Home-Seite, der Kalender von der iGroupware 1.0 und so als Kontrast mal ja, die iGroupware heute. Ja, da ist viel passiert. Ich wollte jetzt mal so ein paar Meilensteine einfach nochmal erwähnen. Wie gesagt, wenn ich es zu sehr nehme mit der Geschichte, bremst mich. Wie gesagt, der Fork war 2003. 2005 habe ich das erste Mal Kontakt mit einer Firma bekommen, die hieß Stylight. Der Kontakt kam darüber zustande, dass ein guter Bekannter in Kaiserslautern, in meiner Heimatstadt, der Provider in Kaiserslautern zu dem Zeitpunkt. Das ist auch wieder so ein Konzept, was man sich heute gar nicht mal vorstellen kann, dass eine Stadt einen Provider hatte. Ich hatte damals eine Webanwendung, die war in C geschrieben. Auch schwer vorstellbar. Und die sollte einfach auf einen anderen Server umziehen und das Portieren von C-Anwendungen von einem Linux- oder Unix-System auf ein anderes war damals ein schweres Geschäft. Und dann hat er gesagt, du mach dir das doch viel einfacher. Da gibt es so ein Ding, das heißt PHP. Nimm das, dann schreibst du das einmal und da kannst du das auf deiner Kiste zu Hause schreiben und dann läuft das auf unserer dicksten Solaris-Maschine. Und so bin ich damals zu PHP gekommen, dann wie gesagt zu dem PHP Groupware und er hat mich irgendwann dann angesprochen und hat gesagt, du Ralf, ich habe irgendwie gelesen, du bist doch bei diesem PHP Groupware dabei. Ich sagte, ja. Ja, ich habe da einen Kunden, der sitzt damals in Kirchheim-Wohlanden und die brauchen da einige Sachen. So sind wir dann zu Stylight zugekommen. Erstmal als freier Mitarbeiter, später dann als Geschäftsführer, irgendwann dann als Miteigentümer. Wir haben 2009 die erste EPL-Version veröffentlicht. Ich sag mal, ein Stück weit aus der Not geboren, dass es zwar schön ist, wenn man so ein Open-Source-Projekt hat, was ja, was Gutes für die Welt tut, aber dummerweise nehmen sie halt Karma-Units nicht bei der Bank und nicht im Kaufhaus und so weiter. Ja, das war 2009. 2011 sind wir dann in einen riesigen Umbau der iGroupware eingestiegen, von dem damals noch serverseitig in PHP generierten HTML hin zu etwas, was die PHP-Urväter haben sich im Grab umgedreht,
die Daten einfach in den Browser geschickt hat und in JavaScript im Browser drin die Oberfläche aufgebaut hat. Die Entwicklung, dieser Entwicklungsschritt, der logisch relativ klein war, hat uns damals 3 Jahre gekostet, was ein riesiger Umbau war. 2014 wurde die erste E-Template-basierende Version 14.1 veröffentlicht. Ja, der nächste große Schritt war 2016 oder Ende 2015 wurde mir dann gesagt bei Stylight, ja, wir sind irgendwie mit diesem ganzen Open-Source-Konzept und mit dem, was die E-Groupware verdient und was wir da reinstecken müssen, überhaupt nicht zufrieden. Der Aufsichtsrat muss mal überdenken, ob das so wirklich Sinn macht. Wir waren ja eine AG gewesen am Ende bei Stylight. Das Ende von dem Lied war dann, dass Birgit und ich gesagt haben, nee, also so wollen wir das Ganze jetzt nicht enden lassen. Das wollen wir nicht. Da waren wir zu sehr emotional investiert und wir wollten auch für die ganzen Kunden und Anwender nicht, dass sie noch 5 Jahre lang weiterverkauft bekommen. Es passiert irgendwas, aber eigentlich passiert nichts mehr. Also wie halt so Sachen abgewickelt werden, das kennt man ja aus vielen Bereichen. Deswegen haben wir uns 2016 dann entschlossen, den ganzen E-Groupware-Geschäftsbereich von der Stylight AG, ich sag mal, wieder zurückzukaufen, nachdem ich ihn vorher hingebracht habe. Und haben 2016 dann die E-Groupware GmbH gegründet. Stimmt rechtlich nicht ganz. Die Outdoor Unlimited Training GmbH ist umfirmiert worden in die E-Groupware GmbH. Ja, das ist ein Flyer von 2006. Da sieht man, wir haben damals schon, auch vor den Stylight-Zeiten oder teilweise dann parallel mit Stylight zusammen, schon professionellen E-Groupware-Support angeboten als Outdoor Unlimited Training GmbH. Ja, 2016 ist das Ganze dann letztendlich auseinandergegangen. Und seitdem ist viel passiert. Im Zuge der Trennung stand halt auch der ganze Umzug, die ganzen Rechner-Infrastrukturen, die ich bei Stylight zusammen mit meinem Bekannten, dem Herrn Bonis, kommt nachher auch nochmal was, aufgebaut hatte, standen dann ja nicht mehr zur Verfügung. Und hätte man jetzt natürlich sagen können, naja, man baut das 1:1 woanders auf, aber wir haben gesagt, nee, wir wollen die Gelegenheit nutzen und wollen einfach nochmal überdenken, was hatten wir dort an Problemen, wie können wir das besser machen, wie können wir das anders machen, vielleicht gibt es Sachen. Von daher haben wir was so lapidar wie der Umzug von Stylight nach ProfitBricks klingt, war halt kein Umzug einfach von A nach B, von Mutterstadt, wo das Rack von Stylight stand, zu ProfitBricks nach Frankfurt. Wir haben sehr viel geändert. Bei Stylight hatten wir einfach nur ein Rack in einem Datencenter gemietet und da hatten wir wirklich alles selber gemacht. Wir hatten da einen eigenen Storage hingebaut, haben die Netzwerke gemacht, die Switches in dem Ding, die Virtualisierung, auf der dann letztendlich die E-Groupware und alles lief. Das klingt jetzt alles erstmal sehr gut, alles selber machen, sich mit allem selber auskennen. Es hat sich an einigen schmerzhaften Erfahrungen über die letzten Jahre dann halt gezeigt, gerade mit dem kleinen Team ist das oftmals schwierig. Wenn man alles selber machen will, stößt man oft an Grenzen, einfach weil man nicht die Zeit hat, sich in der Tiefe mit Dingen zu beschäftigen, wie es notwendig wäre, um die dann halt auch ja, wirklich stabil betreiben zu können. Nicht sie zum Laufen zu bringen, das ist immer einfach, sondern sie stabil zu betreiben. Und diese mangelnde Stabilität haben wir leider und auch leider einige der Kunden von uns halt auch erfahren müssen. Deswegen haben wir gesagt, wir wählen einen ganz neuen Weg. Und zwar haben wir gesagt, wir kaufen uns keinen Rack mehr. Das ist sowieso was, wo sich nur der Ralf und der Wim mit auskannten.
Wir wollen zu was ganz anderem gehen. Und zwar haben wir uns in dem ganzen Cloud Computing gibt es so diverse Unterscheidungen. Ich will jetzt aber nicht die ganze Charakterisierung. Wir haben uns was man Infrastructure as a Service Anbieter nennt. Das heißt, wir haben einen Partner, ProfitBricks, von dem werden wir noch ein paar Mal hören im Laufe der Vorträge hier, weil wir den auch für andere Dinge empfehlen können. Der ist verantwortlich für die Infrastruktur. Was heißt das genau? Infrastruktur bedeutet, eine Festplatte geht kaputt. Ich hatte das vorher, wo ich auch mit so größeren Datensendern noch nichts zu tun hatte, gar nicht glauben können, aber die Dinger gehen ständig kaputt. Die müssen ständig getauscht werden, da muss immer irgendeiner hinfahren oder man muss eine Hand mieten, die dann eine Festplatte da rauszieht. Das ist auch immer so ein Geschäft, wo man die Luft anhält und die andere wieder reinsteckt. Das sind Sachen, die haben wir jetzt komplett ausgesourced. Das Update der Storage-Software, der Virtualisierung, die Hardware-Updaten, das sind alles Sachen, die haben wir jetzt einfach komplett in die Hände von jemand anderem gelegt, der, ich glaube, nicht mehr Expertise hat, aber einfach mehr Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Bei ProfitBricks, die Systeme werden 24/7 überwacht, was ich halt wirklich erwarten kann. Und es ist etwas, was man sagen kann, hat sich eingestellt dadurch, wir sind zu einer deutlich höheren Stabilität gekommen. Und ich will nicht sagen, dass da nichts schief läuft, da läuft immer mal wieder was schief. Wir sind zu einer Situation gekommen, dass wir, was wir mit dem kleinen Team oftmals nicht geschafft haben, dass wenn ein Problem auftritt, dass da jemand ist, der sich an der spezifischen Stelle gut auskennt und das ganz schnell beheben kann. Und ich denke, das ist so eine der größten Unterschiede, die wir da haben. Ich will jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen, was das konkret bedeutet. Das klingt jetzt alles so nebulös, von dem einzelnen Server, den man sich vorstellen kann, zu einem Infrastrukturanbieter. Ja, was ist da passiert? Das ist jetzt nur ein ganz grober Überblick. Nach dem Mittagessen kommt einfach nochmal was, wo ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehe, wo man dann halt auch Fragen stellen, ja, wie habt ihr denn das gemacht und würdet ihr das empfehlen? Können wir dann gerne machen. Ja, wir haben schon vorher angefangen von unsere erste E-Groupware-Hosting-Farm waren virtuelle Maschinen, ich glaube, es waren über 30, die da mit beschäftigt waren für 500 plus Kunden, Instanzen, E-Groupware zu betreiben. Wir sind zuerst auf ein reines Docker gegangen, auf ein Docker mit einem auf Maschinen verteilten Systemd, Fleet hieß das. Nach einigen auch nicht so guten Erfahrungen damit, was die Stabilität angeht, sind wir zu etwas gekommen, was Kubernetes heißt. Kubernetes basiert auch letztendlich ganz unten drunter auf Docker, ist aber ein System, was von Google vor, ich glaube, 3 Jahren open sourced wurde. Kubernetes selber basiert auf der ganzen Betriebserfahrung, wie fährt man Container in einem riesengroßen Umfeld, der weit, weit größer ist, da steht irgendwas von Planet Scale, da können wir nur träumen von. Wie fährt man das sicher und stabil? Kubernetes ist sehr interessant in dem Sinne, dass es inzwischen ein Open-Source-Projekt ist, was bei weitem nicht nur von Google benutzt und betrieben wird. Wenn man sich das anschaut, es gibt kaum eine IT-Firma, jetzt außer vielleicht Docker, die nicht bei Kubernetes in irgendeiner Form mitwirkt. Da ist Red Hat, bei denen heißt das Ganze halt OpenShift, was aber auch nur ihre eigene Kubernetes-Distribution ist. Das sind sehr viele andere. Wenn man mal auf die Kubernetes-Seite geht und liest sich mal die Partner durch, das ist so schon ein Stück weit das Who is Who. Ja. So, wir sind auf Kubernetes gegangen und haben Kubernetes statt dem reinen Docker eingesetzt. Das Schöne bei einem Kubernetes-System ist, man beschreibt im Prinzip einen Betriebszustand. Das kann zum Beispiel sein, ich will für meinen PHP auszuführen irgendwie ein Dutzend Backends haben.
FPMs heißen die bei PHP. Und Kubernetes als System kümmert sich darum, diesen Betriebszustand einzustellen und immer wieder zu halten. Das heißt, es gibt keinen Operator, der sagt, oh, da ist jetzt eine Maschine dazugekommen oder ist eine weggegangen, das geht nicht drauf, da müssen es jetzt 3 FPMs weniger sein. Das ist was, wo sich Kubernetes selber drum kümmert. Wenn die Maschine wiederkommt, nicht genügend FPMs laufen, fährt Kubernetes die entsprechende Anzahl wieder hoch. Das hat einfach zu einem deutlich erhöhten Stabilität und auch einer automatischen Wiederherstellung. Weil das ist so ein Stück weit, was man in dem ganzen Bereich lernt. Es treten immer technische Defekte auf, es treten Defekte auf in vielfältigen Bereichen und es ist halt wirklich wichtig, dass man ein System hat, was da schnell wieder hochkommt. Wir haben neben Kubernetes uns noch oder festgestellt, wir haben einfach noch so eine andere Art Klasse von Fehlern, die wir irgendwie angehen wollen, die mit einem noch so schönen System nicht abzufangen sind. Das ist das ganze Thema Ausfall der Anbindung, Routing-Probleme vom Provider X, kommen momentan Pakete dort und dort nicht an. Versagen von Redundanzsystemen. Das kennen Sie alle, man plant Redundanz bis ins letzte Detail, aber letztendlich gibt es dann immer wieder auch Planungsfehler, logische Fehler, Dinge, die nicht bedacht wurden. Und es gibt natürlich einfach die ganze Klasse menschliche Fehler im Betrieb. Ich denke, ich bin auf dem Rechner X, aber ich bin auf dem Rechner Y, Shutdown. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ein Konzept, wo wir da einfach besser werden. Und wie gesagt, das basierte alles draus, wenn wir schon umziehen wollen, nehmen wir uns ein bisschen Zeit und durchdenken die Sache einfach nochmal. Das hatten wir schon. Ja, aus der Notwendigkeit, dass wir bei einem Infrastrukturanbieter sind und Backups brauchen. Klassisch machen die meisten Backups, indem sie ihr letzte Generation Storage Array nehmen, größere, langsamere Platten reinpacken und die Sachen dorthin machen. Und vielleicht noch irgendwo ein zweites Teil machen, wo sie ein Disaster Recovery machen, was man halt irgendwo offsite hinstellen kann. Wir haben jetzt überlegt, oder ich sag mal gegeben durch das, was wir bei ProfitBricks haben, wenn wir schon eine komplette zweiten Datensatz als Backup bezahlen müssen, naja, dann stellen wir das doch gleich einfach in ein anderes Rechenzentrum. Bei ProfitBricks gibt es in Frankfurt und in Karlsruhe innerhalb Deutschlands Rechenzentren. Das heißt, wir haben dann gesagt, naja, was soll das Backup in Frankfurt stehen? Stellen wir das Backup doch gleich nach Karlsruhe. Und wenn das Backup in Karlsruhe steht, ist das natürlich schön, dass wir sagen können, Ihre Daten sind sicher. Frankfurt ist im Moment leider nicht erreichbar, aber Ihre Daten sind sicher. Viel besser wäre es doch, wenn wir sagen könnten, hier können Sie weiterhin auf Ihre Daten zugreifen. Die kommen jetzt einfach aus Karlsruhe, die kommen nicht aus Frankfurt. Und das ist das, was wir da realisiert haben. Wir haben unsere ganze Kubernetes-Infrastruktur genommen, um zu sagen, wir haben eine ganz kleine Infrastruktur in Karlsruhe, die sitzt auf den Datenbank-Backups drauf und wenn es irgendein Problem gibt, schalten wir im DNS automatisch von Frankfurt auf Karlsruhe um und Sie können weiterhin auf die Daten zugreifen. Das ist erstmal in einem Read-Only-Betrieb. Wir können das aber bei einem längeren Ausfall dann auch beschreibbar machen. Wie kommen die Daten darüber? Ist vielleicht auch für den einen oder anderen noch interessant. Wir verwenden ein ZFS-Dateisystem, das Snapshots von einem Datensender in den anderen streamen kann oder von einer Maschine auf die andere streamen kann. Und wir haben eine ständige Replikation im Moment noch von den Datenbankdaten. Die sind also ja, quasi sekundenaktuell, landen die auch in Karlsruhe. Während die Snapshots werden mit einem im Moment noch höheren Frequenz rübergesynkt. Es gibt noch mehr Details zu dem Ganzen, was wir da gemacht haben, weil so eine Infrastruktur Sie als Kunden der Infrastruktur vielleicht auch interessiert. Was haben die sich für Gedanken gemacht? Vielleicht interessiert es auch für Ihre Eigeninstallation. Wo kann ich da mir Inspirationen holen?
Es gibt nach dem Mittagessen einen Vortrag, der heißt Cloud versus Eigeninstallation. Da will ich das aus verschiedenen Perspektiven mal beleuchten, was die Sicherheit angeht, was den Datenschutz angeht, was Betriebsvorteile und Nachteile davon angeht. Wie gesagt, gibt es noch mehr dazu nach dem Mittagessen. Ja, alles, was ich da bisher erzählt habe, ist schon im Februar passiert. Wir sind umgestiegen. Jetzt von März bis heute mussten wir auch den Mail-Service dann umstellen. Wir haben mit StyleLite halt einen Zeitplan vereinbart gehabt, wo die einzelnen Umzugsschritte stattfinden. Im März haben wir noch auch für die Mail-Services wieder auf Mutterstadt zugegriffen, haben daraus die Mails geholt. Wir haben dann gesagt, wir haben einfach auch im Mail-Bereich verschiedene Anforderungen gehört von den Kunden, wo wir uns verbessern sollten und wo wir uns verbessern könnten. Deswegen war der erste Schritt, den Spam- und Virenschutz zu verbessern. Da ging es zum einen darum, einfach die Detektierungsrate besser zu bekommen, also weniger Spam wirklich in der Inbox der Kunden landen zu lassen. Es ging aber auch darum, das dadurch zu verbessern, dass wir zum Beispiel einen lernenden Spam-Filter haben, dass ich dem Spam-Filter sagen kann, was du mir da gerade serviert hast, will ich eigentlich nicht haben. Chinesische Mails sind nicht meine Sache, pack die mal gleich weg. Wir haben auch gesagt, wir wollen, dass ein Admin beim Kunden viele der Einstellungen des Systems selber verwalten kann, so er das will. Wir können das gerne machen, aber er kann das auch selber machen. Und eine weitere Geschichte, das hat sich auch so aus der Betriebspraxis gezeigt, die wichtige Mail wird einfach auf Löschen gedrückt beim Anwender und dann ist die tatsächlich weg. Deswegen haben wir kein vollständiges Mail-Archiv da implementiert, weil das ist eine Sache, die auch datenschutzrechtlich einige Implikationen hat. Wir haben ein 14-tägiges Archiv dort implementiert, aus dem sich bis runter zum Anwender selber man sich wieder Mails zustellen lassen kann. Das ist jetzt nicht die E-Mail-Archivierung, wie ich sie vielleicht auch brauche. Aber es ist ein Hilfsmittel, um so die Probleme des Alltags besser bewältigen zu können. Wir sind da nach einer gewissen Suche und auch nach einem Test mit den ganzen Kunden in unserem Hosting auf eine Lösung gestoßen, die hieß Spam Titan, die wir jetzt einsetzen. Der Umzug darauf ist auch schon vor dem eigentlichen Mail-Umzug erfolgt. Wir haben verschiedene Systeme geprüft und sind da auf eine Lösung gekommen, die zumindest in der Größenordnung, wie wir das Mail-Hosting bei uns betreiben, halt auch preiseffizient war und gute Ergebnisse liefert. Ja, wir haben dann jetzt vor 14 Tagen den Umzug der Mailfarm von Frankfurt, also von Mutterstadt auch nach Frankfurt gemacht. Wir haben das auch genutzt, die Mailfarm, die haben wir 2012 aufgebaut, also schon vor einer ganzen Zeit lang. Die war noch eine reine VM-basierende Infrastruktur, die halt auch auf Docker-Container und auf Kubernetes umzustellen. In dem Zuge sind wir auch auf, jetzt sind gerade nochmal Apps, falsche Richtung, auf ein ähnliches Konzept gegangen. Das heißt, auch der Mail-Store wird permanent nach Karlsruhe repliziert, damit wir dort ja halt bei einem Ausfall auch Datensicherheit haben. Über das ZFS, was wir als Dateisystem verwenden, machen wir nicht nur zur Replikation, sondern auch zur Wiederherstellung von Mailboxen, machen wir stündliche, tägliche, wöchentliche Snapshots. Das heißt, wir sind auch in der Lage, wenn jetzt der Admin einen User gelöscht hat oder der User einen Folder gelöscht hat, eine Wiederherstellung zu fahren zum Zeitpunkt von vor 3 Tagen oder 2 Stunden, je nachdem. Das ist etwas, was wir da auch eingebaut haben.
Wir sind da noch nicht ganz zufrieden mit. Im Moment landen die Daten dort nur in Karlsruhe und die liegen in Karlsruhe. Und wenn Frankfurt nicht verfügbar ist, ist leider auch die Mail nicht verfügbar. Und das ist was, was sich jetzt nicht verschlechtert hat, aber wo wir sagen, da sind wir noch nicht wirklich mit zufrieden. Deswegen wird jetzt innerhalb der nächsten 1 bis 2 Monate werden wir eine komplett redundante Mail-Infrastruktur in Karlsruhe aufbauen. Das heißt, dass man sowohl mit Karlsruhe als auch mit Frankfurt reden kann. Natürlich ist das nichts, was den einzelnen User interessieren muss. Der spricht weiterhin mit seinem imap-igroupware.org. Aber über das DNS werden wir erreichen, wenn das eine oder andere nicht erreichbar ist, dass man dann einfach mit dem anderen Mail-Server spricht. Ja, muss ich mal weiter. So. Ja, igroupware gestern, heute und Zukunft. Wie geht's weiter? Ich habe jetzt viel von dem ganzen Hosting geredet. Da wird jetzt der eine oder andere sagen, naja, das ist alles schön, was die igroupware GmbH hostet. Wir sind ein Installationskunde oder ich setze die Community-Version ein. Interessiert mich alles nicht. Deswegen, natürlich haben wir auch an der igroupware weitergearbeitet. Es soll demnächst eine Version 17.1 geben. Die werde ich jetzt allerdings nicht im Detail vorstellen. Das macht heute Nachmittag die Birgit. Da schauen wir uns an, ja, was da geplant ist. Das ist nicht vergessen worden. Wir sind natürlich ein Stück weit auch zeitlich eingeschränkt gewesen. Da wird es jetzt halt auch wieder verstärkt losgehen. Ja, wie geht's weiter? Betriebssicherheit der Cloud- und Hosting-Infrastruktur. Das ist noch lange nicht an einem Ende angekommen. Es ist nicht so, dass wir uns da zufrieden zurücklehnen. Wir haben da jetzt ein schönes Diagramm. Wir sehen da immer noch Verbesserungspotenzial und werden da weiter dran arbeiten, dass wir langfristig zu einem noch besseren Verfahren kommen. Da gibt es später im Roadmap, wollen wir auch noch mal ein bisschen Ausblick, wo wir dahin wollen, dass wir halt eine komplette aktiv aus 2 Datensendern nutzbare Infrastruktur haben, was halt heute die Erwartung an eine Cloud-Infrastruktur ist. Ja, wo geht's auch weiter? Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden und Community, Resellern und Partnern. Das ist was uns in der igroupware GmbH wirklich, wirklich wichtig ist. Und da sind wir ein Stück weit auch auf Sie angewiesen. Jetzt die Frage, was ist vertrauensvolle Zusammenarbeit? Für mich ist Vertrauen sowas, was hauptsächlich auf Personen basiert. Ich kann auch Vertrauen zu einer Organisation aufbauen, aber da hat das ganz andere Mechanismen. Ich kann sagen, naja, so eine Organisation wie Google, wie Microsoft, die wird sicher alles dran setzen, sich mit irgendwas nicht zu blamieren, ihr Geschäftsmodell nicht zu schädigen. Das ist ein Stück weit etwas, wo ich drauf vertrauen kann. Ich kann natürlich auch zu einem Dienstleister einen juristisch sorgsamen Vertrag ausarbeiten mit SLAs und Konventionalstrafen. Auch darauf kann ich ein gewisses Maß an Vertrauen bauen. Ich persönlich vertraue gerne in Personen, in Integrität von Personen und auch in, ich sag mal, eine Passion, wie sich jemand für eine Sache einsetzt. Das ist was mir persönlich Vertrauen gibt. Und diesen Spagat, den wollen wir, die Mitarbeiter und Eigentümer von der igroupware GmbH, mit Ihnen gemeinsam gehen. Wir wollen, oder wir sind klein genug, dass man zu jedem Einzelnen persönliches Verhältnis aufbauen kann und auch in deren Aussagen vertrauen kann, ohne sagen zu müssen, ja, das hat die Hotline gesagt. Ja, was die Hotline gesagt hat, keine Ahnung. Haben Sie sich das schriftlich geben lassen? Wir wollen aber auch groß genug sein, dass Sie halt wirklich darauf vertrauen können, wenn der ein oder andere nicht da ist, nicht verfügbar ist, dass es halt nicht mit dem Einzelkämpfer zu tun hat, dass wir da auch personell in den personellen Ressourcen ein Fallback haben. Ja, vielen Dank und ich freue mich schon auf spannende Stunden rund um die igroupware und ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Vielen Dank.